that I'm at an all-time-high. Hallo Leute, heute will ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Font macht, also eure eigene Schrift auf dem PC oder Mac halt speichert. Ich zeige euch mal, was ich bis jetzt gemacht habe. Also zum Beispiel einen Namen kann ich schreiben oder einfach irgendeinen Text meine ich. Und das ist alles durch meine eigene Handschrift entstanden. Das ist ziemlich faszinierend, finde ich. Man sieht, ja, das ist jetzt nicht. Ich habe da noch eine andere Schrift gemacht. Ja, egal. Es hat so eine andere Schrift. Also, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst als erstes mal auf die Seite myscriptfont.com gehen. Dann seht ihr. Dann hier ist die PDF-Datei. Die könnt ihr speichern. Könnt ihr auch hier PNG speichern. Hier Datei speichern wir sie mal. Das ist hier dann bei mir. So, dann habt ihr die Datei. Könnt ihr dann bearbeiten, die einzelnen mit dem Pinselwerkzeug dann das ändern. Ich habe es die Datei ausgedruckt auf einem Blatt Papier. Hab da Command P gemacht. Also bei euch ist das, bei Windows ist das anders. Also ihr könnt es dann ausdrucken und habt dann hier ein paar von dem. Also ja, dann habt ihr das gemacht. Ich habe jetzt hier mal so einen Test gemacht. Hier, ja, hier. Hier seht ihr diese Schrift. Ist nicht gerade die schönste, aber egal. Hier seht ihr sie. Dann können wir die hochladen auf myscriptfont.com. Dann wählt ihr OTF aus. Dann nennt ihr es wie ihr es wollt. Test 01 zum Beispiel. Oder Strich 01. Das kommt besser raus. Dann nehmt ihr die Datei, wählt sie aus und klickt auf Start. Dann ladet das eine Weile. Ja, jetzt ist schon fertig. Dann drückt ihr hier drauf. Es wird dann automatisch, könnt auch verknüpfte Datei laden, ja. Dann landet das in eurem Ordner oder speichert es bei den Downloads zum Beispiel. Dann habt ihr hier jetzt die Schrift. Wie ihr seht, das ist jetzt eine Vektor-Grafikschrift. Ja, ein paar Buchstaben sind jetzt korrupt, aber ja, das kann man machen. Das ist nicht die beste Lösung, eine Schrift zu machen, aber eine sehr gute, die einem viel hilft. Also, die ausgedruckte, ja. Dann installiert ihr sie, wie ihr das immer wollt. So. Dann die Variante zum Ausdrucken. Also ihr müsst diese Datei hier ausdrucken und dann eben die einzelnen Buchstaben ausmalen. Also ich meine nicht genau die gleiche Schrift, sondern eure Handschrift innerhalb dieses Quadrats da. Zum Beispiel da. Und macht das halt dann bei allen hier und hier, wenn ihr wollt, wählt ihr ein paar aus und dann scannt das Ganze wieder und tut es dann wieder speichern und hochladen. Zu beachten ist, dass es höchstens 6500x6500 sein darf und die schwarzen Balken hier noch sein müssen. Die dürfen nicht weg sein, sonst kann der Ganze das nicht erkennen. Also, dann muss es noch höchstens
6 MB sein und PNG, JPG, PDF, JPEG und TIFF. Ja. Okay. Dann könnt ihr das Ganze dann hier verwenden. Ich finde das ziemlich cool. Wäre es vielleicht ein paar Sachen brauchen. Und es ist wirklich extrem genau. Also wenn ich jetzt das vergrößern würde, die Schrift, dann seht ihr hier, es ist eine Vektorgrafik geworden. Das heißt, es ist sehr präzise. Also man sieht keine Pixel. Also wenn man es unendlich große Datei machen würde, dann sieht man hier 0 Pixel. Okay, das war's vom Video. In der Beschreibung seht ihr noch die Webseite. Ja, dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Ciao.